Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zur Ryzen Forbidden West. Es geht weiter mit Eloy. Hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Und ja, schauen wir mal, was hier. Feucht hier drin. Hoffentlich hat das Wasser nichts Wichtiges beschädigt. Was hier Das Backup zum Beispiel. Fang an zu suchen. passiert. Schauen wir mal. Genetisches Profil bestätigt. Guten Tag, Dr. Sobek. Möchten Sie Einsiedlerspinne aktivieren? Möchte ich. Aktivierung. Okay, wird hochgefahren. Das klingt gar nicht gut. Scheint instabil. Und sehr schwer. Pass auf. Wenigstens habe ich Strom. Und ah, untersuche die Konsole. Okay. Anscheinend ist diese Einsiedlerspinne ein Testapparat für Gaia und Hades. Ich sollte mir das Zugriffsfeld anschauen. Ja, leg los. Wir sind ja eh schon da. Okay. Diese runden Kapseln sind wohl Speichereinheiten. Eine mit Hades-Backups, die andere mit Gaia-Backups. Worauf wartest du noch? Hades ist unten, aber der Gaia-Behälter klemmt. Dann entklemm ihn eben. Oh, das wollte ich gar nicht. War das das? Was kostet denn das überhaupt? Ich glaube wieder beide her. Meine Güte. Für die Wege gehen gar nicht mehr zu. Was? Zu reduzieren? What? Nein, da will ich hin. Was soll ich tun? Finde den Weg, Geierdatenspeicher zu reduzieren. Das Datenspeicher, warte mal. Hab eins. Zwei sogar. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Datenfußabdruck gering. 98% Speicher? Das kann nicht stimmen. Gaia war eine Superintelligenz. Man kann nicht erwarten. Psst. Funktionen? Die Kopie ist nicht komplett? Nein. Eher ein Samen, aus dem Gaia wachsen könnte, wenn sie Unterfunktionen für eine heuristische Matrix hätte. Also ist das nutzlos? Ich fürchte ja. Ohne Unterfunktion. Eieiei. Ah! Du hast alles gegeben. Wofür? Für nichts? Vielleicht ist die Rettung der Welt für eine Person zu groß. Selbst für dich. Warte, warte, warte. Ohne Unterfunktionen ist sie nutzlos, aber es gibt Unterfunktionen. Da draußen! Die ursprünglichen, die verstreut wurden, als Gaia sich hochgejagt hat, die können überall sein. Du wirst sie nicht rechtzeitig finden. Selbst wenn, hat das Signal sie mutieren lassen wie Hades. Du weißt gar nichts. Sicher weiß ich. Viel sogar. Wenn es klappt. Ah. Der Versuch war's. Du hast Minerva. Aber keine Verbindung. Nicht weit. Die Berge westlich von Rheinklang. Nah genug, um sie zu holen. Ich hatte gehofft, alle Unterfunktionen zu finden. Aber eine ist immerhin ein Anfang. Genau. Stellst du Minerva wieder her, kann man damit Gaias heuristische Matrix auslösen. Und ist sie bei Bewusstsein, sucht sie mit mir die anderen Unterfunktionen. Ich sammle sie ein. Und baue sie Stück für Stück wieder auf. Sehr okay, wissen wir schon, was wir zu tun haben. Glaubst du noch, ich kann die Welt nicht alleine retten? Ah, naja. Also das
Warnung, Eindringlinge, Warnung. Aloy, du musst genau zuhören. Die Eindringlinge wollen genau dasselbe wie du. Gaia ist neu geboren, daher sind sie hier. Freunde von dir? Nein, sie kennen mich nicht. Der Datenimpuls, den ich übertrug und der auf ein mögliches Gaia-Backup hier hinwies, war anonym. Sie sind sehr mächtig, aber sie werden dir nicht wehtun. Nicht, wenn sie sehen, wer du bist, was du bist. Ein Klon von Elizabeth Sobek, ein genetischer Schlüssel zum Neustart von Gaia und dem Aufbau des Systems. Sie brauchen dich. Ich hab dich gewarnt, Silence. Akzeptiere doch einfach das Unvermeidliche. Öffne die Luke. Zuerst rette ich Gaia und die Welt, dann suche und vernichte ich dich. Ich versuche dir hier zu helfen. Belausch mich mal damit. So. Fokus ohne Spyware. Okay. Denk nach. Okay. Denk. Mir egal, wie mächtig die sind. Diese Luke da kann allein ich öffnen. Aber finde ich einen anderen Weg raus? Oh, wieder klettern oder was? Das Wasser hat eine Strömung. Schwach, aber vielleicht ein Weg raus. Genetisches Profil bestätigt. Da hatten wir so einige Probleme. Oh. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie ein. Dr. Sobek? Ja, geil. Vielversprechend. Bitte? What the fuck, wer ist das? Aha. Lustig. Haben wir's? Fantastisch. Kam der Impuls denn von hier? Hat jemand? Stimmt was nicht? Mist! Phantome, Peter! Tja, hast du eine Ahnung, was ein Klon von Elizabeth Sobek hier will? Vielleicht war es Gaia, als es sich zerstörte. Eine letzte Hoffnung für das System. Das klingt gar nicht gut. Nee, nein, danke. Verzichte. Aber die Nein, schon genug Probleme. Eric! Ja? Wie wär's mit ein wenig Downsizing? Sicher. Was, wenn sie den Impuls schickte? Dann war das töricht von ihr. Aber wir haben, was wir wollten. Setzen wir es ein. Sie scheint noch ein dicken Vernünftiger zu sein. Aber dieses Zittern, wenn das Leben entweicht. Das bekommt kein Holo hin. Klapper nur schön weiter. Mach dich zum tollen Ziel. Du meinst, dieser primitive Schrott kann mir etwas anhaben? Oh Mann, das wird lustig. Okay. Ich kann nichts ausrichten. Würde nicht so enden. Ich muss hier irgendwie raus. Wahrscheinlich wird... Wenn ich den ganzen Prozessor runterhole. Hä?
Mit der Konsole kann ich ihn weiter absenken. Ja, genau in unsere Richtung. Ach so, genau in unsere Richtung. Ne, okay. Das ist so. Jetzt kann ich die Kopplungen zerstören, die das Ding halten. Ah, okay. Treffer! Das wird dir nicht helfen, Kleiner. Aber auch alles Gute hat einmal ein Ende. Stimmt das nicht, Fuck. Mäuschen? Ja, daneben. Eine weniger. Was hast du vor? Alter, was ist mit ihm? Oh. Ja, komm, come on. Sie hat Angst. Na also. Ist ja kein Elden Ring, also von dem her werden wir das schon hingekriegt, oder? Ach, fuck, hat er mich wieder erwischt. Das sind keine. Soll das eine Waffe sein? Ja, okay, schießen brauchen wir nicht, glaube ich. Ach, ich sehe es nicht. Fuck, kann ich den Typen nicht? Ich kann nichts ausrichten. Ja. Nein, da geht gar nichts, da geht gar nichts. Da können wir noch versuchen auszuweichen. Da können wir noch versuchen auszuweichen, so. So, okay. Das Ding zu zerstören bringt nichts, Aloy. Schau mal, Kumpel. Na komm. Los, komm schon. Oh, ich muss den Hauptrad kappen. Na, instant kommt da, natürlich. Natürlich. Schieße die what? Ich muss auf die Kopplung schießen, die den Arm halten. Ah, okay, das ist nicht die Kopplung, die den Arm halten. Nee. Für eine Kopplung. Fuck. Na, aktiviere deine aktuell ausgewählte Mutsch. Ach so. Wir aktivieren den scheiß Mutstoß. Eins muss ich dir sagen. Das macht Spaß. Na los. Streng dich mehr an. Ich muss die Kopplung vom Draht schießen. Okay, ich check's gerade nicht ganz. Die Beute gehört mir. Wie kann ich das noch einmal? Mutstoß, R1. Oben bleiben? Okay, ich check's nicht. Es geht nicht, Freunde. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Eins. Oder habe ich den? Stoß kritische Stärkung. Ich muss auf die Kopplung schießen, die den Draht halten. Da drüben bist du nicht sicher. Ja, das weiß ich schon. Es ist wieder unfassbar, oder? Ich krieg's wieder hin, dass ich es nicht hinkriege. Es geht R1 nicht. Ich kann es nicht aktivieren. Ich check's nicht. Wieder vor zielen? Nee. Du hast Mumm, Kleine. So, okay, mein Fehler. Ich muss dann nach oben schießen anscheinend. Ach, fuck. Weißt du jetzt? Wenn ich die Kopplung vom Draht schieße. Ja. Komm, renn mal weg von den Deppen. Weil der merkt, sie merkt, sie merkt.
Gott. So, das müssen wir abschießen. Ja, ich hab's nicht gecheckt, leider. Komm näher! Mich doch am Arsch. Ja, der war ja gar nicht attackieren, das hat ja keinen Sinn. Alter, ich kann nicht einmal schießen! Das ist doch wieder zum. Ja, du mich auch. Na, geht doch. Ich kann noch. So, haben wir noch eine? Super. So, da ist noch was. Station! Meichelei! Greif mich an! Nicht die dumme Maschine! Zwei noch am Start. Nur noch eine! Eine noch! Eine noch! Eine noch! Ai, irgendwie nervt mich das, ich weiß nicht. Ich mag keine Bosskämpfe. So, jetzt haben wir es aber. Gott sei Dank. Halleluja. Das hat ja lange gedauert. Wird's dich umbringen? Besser als dir den ganzen Spaß allein zu gönnen. Der hellste ist anscheinend nicht, oder? Der hellste ist er ja anscheinend nicht wirklich. Was sollte das? Dass ich töte, was du tot haben wolltest? Was denkst du dir bloß? Die Plattform ist eingestürzt und die Leiche mit ihr. Okay. Und seit wann kriegst du nicht mehr, was du willst? Phantome suchen. Erfrischend, schätze ich. Ich muss einen Ausgang finden. Da fließt Wasser. Ob es mich zum Ausgang führt? Na dann schauen wir mal. Und tot, oder was? Komm, go, 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 go! Mist, da fließt Wasser. Ob es mich zum Ausgang führt? Ah! Wo fließt Wasser? Die Richtung, oder was? Kurz auftauchen und wieder runter. Türe öffnen, jawohl. Einfach mal spontan nach links. Schub. Nochmal Schub. Mal nach oben, okay. Wie komme ich jetzt hier raus? Okay, 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 geh mal darauf. Da sollen wir gleich mal aufschießen. Jawohl. Und da rein. Nö, ich glaube auch nicht, dass die aufgeben. Du musst schnell schwimmen.
glaube ich, auch nicht. Einen kurzen Überblick, sehen wir irgendwas? Jetzt wird's lang. So, einfach mal rein und einfach, würde ich mal sagen, geradeaus. Und da schießen schon. Einfach mal da nach hinten. Mal versuchen. So, wo sind wir hier? Ah, hier geht's weiter, oder? Ja. Zack. So, können wir jetzt irgendwie kurz einmal Luft holen? Jawohl. Okay. Ich glaube, jetzt geht's rauf, oder? Ich glaube, jetzt geht's rauf. Ah, jetzt springt sie wieder von selber, oder was? Ach, das ist ja beim Klettern auch wieder so. Müssen wir da rein? Ja. Einmal springt sie selber, dann muss er wieder drücken. Das ist nicht so hundertprozentig glücklich gewählt, würde ich sagen. So, jetzt stellen wir wieder ein paar Heals her, sicherheitshalber. Oh, ein paar Bärchen können wir dann auch wieder pflücken, aber für hier sollte es mal ausreichen. Sieht wie ein Versorgungsraum aus. Das Wasser führt hierher. Ja. Vielversprechend. Durchaus. Durchaus. Aha. Zacki. Weg. Achso, hat sie. Okay. Hauptquest abgeschlossen. Ja, schau. Ah, Fertigkeitspunkte müssen wir wieder. Jetzt perfekt. Ist abgeschlossen. Tor des Todes. Doch nicht abgeschlossen. Hat er jetzt einfach irgendwie rausgespult in die Welt wieder oder so? Oder keine Ahnung. Oi. Hätte ich es mir ja fast gedacht, wenn da schon steht, abgeschlossen die Quest, dass wir da irgendwie in die Welt rausgespult werden. Fast. Das war. Warum ist sie jetzt zufällig genau da? Schon gut. Ach, sie sage ich schon her. Ich muss. Hey, langsam. Immer langsam. Hey. Alles da. So wie du ihn vorhin umklammert hast. Sehr wichtig sein. Wo sind wir? Ein Außenposten des Utaru-Stamms. Nicht weit von deinem Sturz. Wie lang? 2 Tage. Aloy? Wir haben keine Zeit. Ich habe was gefunden. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ja, das hast du unterwegs gemurmelt. Aloy, was auch immer du da gefunden hast, du kannst jetzt nicht... Wenn es sein muss, krieche ich. Okay, gut. Aber vorher musst du mit jemandem reden. Mit deiner Utaru, so. Sie hat von Ärger in den Bergen gesprochen. Von einer Höhle, aus der Maschinen kommen. Das kann kein Zufall sein. Warum brauchen wir sie? Gehen wir zur Höhle. Sie liegt im Gebiet der Utaru. In ihrem Gebiet. Sie kann uns helfen. Glaub mir.
dann auf zur fabelhaften Zoe. Grüne Gliedmaßen welken, Wurzeln faulen im Schnee. Doch der Samen wird wachsen, so sicher wie Stein. So. Sie sollte im Bett sein. Aloy lässt sich nicht sagen. Du bist also so. Val meint, wir sollten reden. Über die Maschinen. In den Bergen westlich von Rheinklang. Ich bin Grabesängerin. Mein Platz ist hier. Mhm. Erhol dich erstmal. Was hat es denn? Sie heißt Re, nicht es. Eine unserer Landgöttinnen. Und sie stirbt. Doch nicht nur das. Sie leidet. Ihr Zustand geht dich nichts an. So, wenn jemand helfen kann, dann Aloy. Darf ich? Was ich vorhabe, sieht schmerzhaft aus. Wird dir aber helfen. Speer. Uns noch unterhalten. Also gut. Hier entlang. Die Berge. Westlich von Rheinklang. Es gibt Ärger. Ärger haben die Utaro überall. Unsere Ernte ist verdorben, unsere Siedlungen verlassen. Aber in der Höhle in den Bergen ist es am schlimmsten. Sie ist ein heiliger Ort. Fa, eine unserer Landgöttin, ist vor Wochen hineingegangen, aber noch nicht wieder herausgekommen. Dafür kommen tödliche Maschinen raus und überwältigen uns. Es ist noch nie geschehen. Wäre ja nicht deine erste heilige Höhle. Ja. Du sagtest, dass der Stamm Probleme mit Feldern und Siedlungen hat. Ja. Einst fuhren unsere Landgötter reiche Ernte ein, doch jetzt sehen sie giftiges Verderben. Krieg schwelt unter den Tenakt, ihre Rebellen treiben sich an den Grenzen rum. Und die Maschinen werden immer aggressiver, kesseln uns ein, sodass wir entfernte Dörfer aufgeben müssen. Jetzt kommen sie sogar aus unserer heiligen Höhle. Viele im Stamm fürchten, dass unsere Tage gezählt sind. Ich würde gern sagen, dass es anderswo besser ist. Aber wir verlieren die Hoffnung nicht. Re und die Maschinen wie sie, sie sind Götter für euch? Landgötter, ja. Seit Generationen sorgen sie für uns. Bestellen und ernten die Felder von Rheinklang. Nahrung für alle. Ein Wunder endloser Fülle. Eine Farm. Maschinengeleitet. Mehr als eine Farm. Gesegnetes Land, das meine Leute am Leben erhält. Bis zur Störung. Mhm. Also ist die Höhle heilig, weil Maschinen wie Re und die, die du Fa nennst, sie besuchen? Ja. Vor der Störung hat jeder Landgott die Felder verlassen und ist zur Höhle gepilgert.
Immer in derselben Reihenfolge. Erst Do, dann Re, dann Mi und so weiter. Alle mit Erde von den Feldern besprenkelt. Sie tauchten 2 Tage später, wie neu und ohne einen Kratzer wieder auf. Alle Erde und alle Zeichen der Verehrung waren weg. Jede Rückkehr wurde mit einem der 8 heiligen Feste unseres Kalenders gefeiert. Aber die Störung hat den Zyklus verändert. Ja, oder zumindest dachten wir das. Mit der Zeit haben die Landgötter ihre Pilgerschaft aufgegeben, wurden wirr und zerbrechlich. Doch vor 3 Wochen hat Fa die Höhle betreten. Der gesamte Stamm erhob seine Stimme zu einem Lied, betete, dass der Zyklus von neuem beginnen würde. Fa ist nicht wieder aufgetaucht. Maschinen, die uns töten wollen, allerdings schon. Werden die Maschinen in der Höhle gebaut? Wie in einer Brutstätte? Sieht so aus. Aber wie diese Landgötter kommen und gehen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Haben wir das nicht schon? Was ist nach der Störung mit den Landgöttern passiert? Sie schwanden. Jahr für Jahr. Also war doch ein weißes Ding. Einst waren sie friedfertig. Jetzt wenden sie sich gegen uns, wenn wir uns nähern, greifen uns sogar an. Sie haben die Erde immer angereichert, doch seit mehreren Jahren verderben sie sie mit Mulch. Die Felder sind alle verseucht. Es breitet sich immer weiter aus, über unsere Lande hinaus. Wir hatten immer Nahrung. Muss die... Ich weiß nicht. Das ist ja noch nicht alle. Jeder Landgott hat die Höhle einmal jährlich ohne die Erneuerungsrituale. Sie sterben. Machen wir ein bisschen schneller die Nebengequatsche. Danke, dass ihr uns aufnehmt. Val ist derjenige, der dich durch die Wildnis getragen hat. Was interessant ist. Ich denke, sonst hätte uns hier keiner aufgenommen. Oder wäre an meiner Seite geblieben, damit Aloy es bequem hat. Wir hatten Glück, dich zu finden. Ich könnte das Gleiche sagen. Klingt, als ob ihr viel Zeit miteinander verbracht hättet. Ich wünschte, dafür wäre keine Verletzung nötig gewesen. Hoffentlich geht es dir bald besser. Okay, wir können eine Info bekommen, dass ein Videoclip gespeichert wird, oder? Ich hoffe mal nicht, dass ich spontan weg bin. Du hast dich gerade Sängerin genannt. Was bedeutet das? Alles Lebendige muss ein Ende finden. Ich soll den Übergang leichter machen. Ich versuche, Ruhe zu bringen. Singe von der Erneuerung, für die der Tod den Weg bereitet. Ich hätte nie gedacht, dass ich für eine unserer Landgöttinnen singen würde. Ich weiß nicht mal, ob Re mich gehört hat. Du hast sie mehr beruhigt, als ich es je könnte. Es ist nicht deine Schuld, Sau. Ohne das zweite Gesicht hättest du nichts weiter tun können. Ich muss mir die Höhle ansehen. Was? Das ist niemandem erlaubt. Zeit für eine Ausnahme. Sie gehört den Landgöttern. Hör zu. Da ist noch etwas anderes drin. Etwas, das Probleme auf der ganzen Welt lösen kann. Die Stürme, die Störung. Vielleicht sogar eure kaputten Landgötter. Was soll das denn bitte sein? Ein Geist? Ja. So in etwa. Ich könnte zurück nach Rheinklang. Den Chor versammeln. Erzählen, wie du Re beruhigt hast. Sie um Erlaubnis bitten, reinzugehen. Großartig. Ich hol meine Sachen. Sie braucht Ruhe. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Alles gut, alles gut. Es wird dauern, den Chor zu versammeln. Kurier dich aus. Dann komm. Gut. Bettruhe. Verstanden.
Sie braucht dich nicht, um zu heilen. Du könntest mit mir nach Rheinklang kommen. Mich dabei unterstützen, den Chor zu überzeugen. Vielleicht spricht das für sie. Das tue ich gern, aber... Vielleicht rennt sie weg. Wirklich? In Ordnung. Bis später. So, warte. Es ist nicht, dass ich nicht mit dir gehen will, aber ich... Ist es das, was du sagen wolltest? Ja. Dann freue ich mich schon wieder, mit dir zu reden. Ja, ich mich auch. Du sollst dich ausruhen. Val, du solltest mitgehen. Ich werde von allein wieder gesund. Du willst mich loswerden damit? Nein. Diesmal nicht. Wir treffen uns in Rheinklang, wenn ich bereit bin. Bist du sicher? Ja. Geh. Verschwinde hier. Okay. So. Warte. Wer sind die? Wer sind die? Gute Frage. Okay, alles verheilt. Stufe 13. Alles verheilt. Wunderbar, Freunde. Oh, da muss ich jetzt wieder maximale Gesundheit. Fertigkeitspunkte muss ich langsam wieder mal vergeben, oder? Wäre nicht schlecht. 6 haben wir schon an der Zahl. Ja, das muss ich mal in Ruhe durchschauen. Entweder beim nächsten Bad oder vielleicht schaffe ich sie doch einmal offline. Dass ich mal kurz reinschaue. Überleben haben wir Gott sei Dank eh keine Probleme. Ja. Aber da müssten wir erst einmal. Wo sind wir denn überhaupt hier? Da müssen wir hin, Hauptstory technisch. Okay, die Frage ist nur. Achso, wir sind hier zurück wieder. Okay, da sind wir rein. Da war das das. Ja, was gibt's da für Nebenquests oder was? Da im. Alter. Achso, das ist diese. Ah, für den Jägertypen, oder? Ah, das ist Rohstoffbeutel, Gänsefedern. Ah, okay, okay, ja, ja, okay, ich check schon. Jägerpfeilköcher. Ach so, Jägerpfeilköcher, ja, okay, check ich. Köcher, okay, Rohstoffbeutel. Ja, okay, passt, perfekt. Schatten im Wesen. Okay, das dürfte irgendein Nebenquest sein, weiß ich jetzt nicht genau. Aber grundsätzlich... Machen wir vielleicht das nächste Mal hier diese Reliktruine mal zwischendurch, oder? Kann ich euch die zeigen? Machen wir dann einen eigenen Bad? Jetzt können wir die... Ah, ich habe aber schon einiges aufgestemmt, glaube ich. Eieieiei. Aber ich weiß nicht, ob er das gespeichert hat. Oder habe ich das schon? Nee, bei dem... Nein, bei der ersten. Die habe ich jetzt... Habe ich die offline gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die habe ich offline gemacht. Aber die können wir vielleicht machen, vielleicht hilft es ja irgendwem auch möglicherweise. Das werde ich im nächsten Bad entspannt machen, mal die Reliktruine Niemandsland. Und dann werden wir weiter Richtung Ding marschieren, Richtung Story. Und vielleicht nebenbei den Langhals hier uns gönnen. Rebellenlager, okay, die sind wir boah, relativ nahe beieinander. Ist das schon eine... Das ist ja gleichzeitig eine Quest auch, okay, das einfach auszuschalten oder so. Das kann man aber auch offline machen, glaube ich. Gut, was haben wir hier? W-
Überwachungsdrohne, niemand erlange die Drohne. What? Ist wieder ein Rebellenlager, okay. Unterschlupf, sehr gut. Naja, wie auch immer, Freunde. Für heute machen wir mal Schluss. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ja, nächstes Mal werden wir hier die Reliktruine im extra Bad, glaube ich, machen. Dann am Weg werden wir vielleicht diesen Langhals versuchen, uns mal zu schnappen. Da wird er uns höchstwahrscheinlich da mal ein bisschen was aufdecken. Wenn wir den Langhals aufdecken, vielleicht sehen wir dann auch die erste Brutstätte irgendwo gleich aufgedeckt. Das wäre cool, dass wir da vielleicht ein, zwei neue Tiere überbrücken könnten zum Reiten. Das wäre auch ganz nett nebenbei. Und dann können wir in einem extra Bad auch vielleicht so eine Relikt, so eine Brutstätte dann machen. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war's für heute. Und das nächste Mal geht's weiter mit Eloy. Bis dann, Freunde. Ciao, ciao.